Die eine Seite empfindet so: Ich bin ja unsterblich. Was ich morgen kann besorgen, das verschiebe ich doch auch dorthin. Nur dieses Ansichtigwerden des Augenblicks, Moments des Daseins mit dem kontinuierlichen, wahrlichen Existenzempfindens, nämlich des letzten Momentes, der Aphanesis, der Einzigartigkeit, die vom Zen-Stoiker dann nicht in Aktion umgesetzt wird, sondern eben im Gegenteil, wenn eh alles verloren ist, dann gibt es ja auch nichts zu gewinnen. Und ich kann einfach sitzen bleiben und diesen Moment des kontinuierlichen Entschwindens als den immer einzigartig einzigen letzten Moment betrachten in seinem großmächtigen, überwältigenden Strampeln und sich dagegen wehren wollen, was natürlich Unsinn ist, denn die Rekombinatorik wird all das, was es kann, versuchen und umtransformieren, unvermeidlich. Und also ist das Gegenteil, nämlich die Aufforderung, was du jetzt im Augenblick, der der Einzige ist, wo du überhaupt etwas tun kannst, den Kairos zu ergreifen, kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, sondern schlage jetzt immer im Moment zu. Und das tut auch der Zen-Stoiker, Carpe Diem. Das ist völlig falsch verstanden durch diese amerikanisierenden Kapitalisten. Das heißt nicht, den Kairos beim Schopf packen durch entsprechende Aktionen, sondern fresse den Tag, indem du ihn nicht unbemerkt vorübergehen lässt. Und das kannst du nur dann, wenn du dich nicht verausgabst und deiner vergisst, im tramhaberten Aktionismus des Alltags Besorgungen, Fürsorgungen der ephemeren, illusionären Versuche, etwas für das Nachkommende, für das Entgleitende als doch bewahrendes Ewiges zu bewirken, sondern anerkenne das, was nicht anerkannt werden kann, als das Tödliche, als das nie zu Ende kommen Könnende, als das nie zufrieden sein Dürfende. Sei zufrieden mit dem, was ich heute vor 3 Minuten am Morgen über diese Kunst, das Essen am eigenen Ich, das bedürfnislose Zufriedensein mit diesen Regulationsmechanismen, die lediglich der Abführung der geordneten zielgerichteten Triebenergieabfuhr der euch unteren, der mittleren euch herunter dient. Und führe es nicht ab, sondern beobachte es noch ein Weilchen, bis sich die Nervosität oder die eben nicht ans adäquate, spezifische Ziel angekommene Triebenergie in Angst wandelt und dann diese Angst wieder in frei flottierende blaue Wunder der Phänomenalität im Kulminationspunkt des mystischen Virtualpunkts, könnte man sagen, wo das vom Auge erzeugte Weltbild zusammenfällt mit jenem Ort, an dem sich das selber wieder erblicken macht. Das blickt nicht zurück, das blickt auf das, was da in diesem Moment an Ereignis der Rekombinatorik entschieden worden ist, dass man in Gelassenheit nun einfach beglotzt, eigentlich auch in Gedankenenthobenheit. Und dieses Video ist natürlich wiederum ein Paradox, weil
in dem Moment die konzentrierte Aufmerksamkeit nicht auf die Produzierung von Text geht. Ein Text, der extemporibus als, wie sagt man im, beim Klavierspiel, als, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, einfach aus dem Stegreif nach langen Jahren der Vorbereitung herunterlabert, als systematisches oder unsystematisches Delir, ist ein vollkommen anderer Text, als wenn man dies in der Konzentration durcharbeitet und dann mit den Fingern mit einem Bleistift aufs Papier bringt oder mit den Fingerkuppen in eine Schreibmaschine hackt oder auf eine Computertastatur. Das sind ganz unterschiedliche Vorgänge, Sprechen, aus denen dann Verschriftlichungen wird oder Schrift, die dann wieder gelesen oder gesprochen wird. Es gibt unterschiedliche Grammatiken, das sind auch unterschiedliche Logiken, vor allem dann, wenn man den Anspruch noch erhebt, darunter eine Struktur, einen Plot, ein Werk, eine Konstruktion, eine Konstruktion der Geometrallinien, wie in einem Gemälde zum Beispiel, dahinter zu legen, damit das ein bisschen Ordnung oder scheinbaren Geist ausstrahlt. Punkt, Punkt, Punkt.